Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Penumbra Overture. Und wir haben das letzte Mal auf diesem leeren Blatt hier, das nicht leer war natürlich, einen kleinen Code gefunden und dieser Code lautet 1375 und den werden wir jetzt natürlich sofort hier eingeben. 1375. Oh, 1371. So, gut. Sodele. Laden, Punkt, Punkt, Punkt. Neuer Bereich! Wihiu! 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 Oh, und... Ah. Hallo, du Hund! So. Was sagst du zu meiner schönen Spitzhacke hier? Uh-oh. Mein Hunger wird langsam unangenehm. Dem seiner auch. Sehr weit kannst du nicht sein. Ich bin hinter einer Steinmauer im Nordosten der Mine eingekerkert. Wie in jedem Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den dreckgemischenden Wissenschaftler und den Antrünnigen der Akte der Zerstörung planen. Auf der Suche nach den Werkzeugen, mit deren Hilfe du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Bauch meines letzten Mals. Sei vorsichtig. Denn die glänzende Wasseroberfläche ist nicht so heiß, wie sie aussieht. Der arme Red wurde fast von ihr verschluckt. Die zwei törichten Männer, die in meinen Bereich gestürzt sind, sind längst tot, aber nicht dorthin, woher sie kamen. Es gab damals reichlich Zweibeinerfleisch, aber Red versichert dir, dass der Schmaus erst begann, als die Männer schlecht zu riechen begonnen hatten, der Gestank des Lebens vergangen war und nur der süße Vernichtungsduft. Was soll das? Was soll das? Hä? Leute, kommt. Drei von diesen Viechern. Drei. Fucking drei. Gut. Boah. Ich mach mal hier die Tür zu, sonst kommen die hier noch durch. Oh. Fucking vier! Mein Hunger wird langsam unangenehm. Aber sehr weit kannst du nicht sein. Ich bin hinter einer Steinmauer im Nordosten wieder eingekerkert. Wie in jedem Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den tränkemischenden Wissenschaftler mimen und den Abtrünnigen der Akte der Zerstörung planen. Auf der Suche nach den Werkzeugen, mit denen du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Ort meines letzten Mal. Was soll das? Ah, oh, Penumbra auf hart zu spielen ist keine leichte Sache. Ja, deswegen ist es ja wohl auch auf hart, beziehungsweise schwer. Mann. Meine Logik mal wieder. Okay, dann... Boom. Und jetzt rennen! 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 Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den tränkgemischenden Wissenschaftler mimen und den Abtrünnigen der Akte der Zerstörung planen. Auf der Suche nach den Werkzeugen, mit deren Hilfe du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Ort meines letzten Mals. Sei vorsichtig, denn die glänzende Wasseroberfläche ist nicht so fest, wie sie aussieht. Der arme Red wurde fast von ihr verschluckt. Die zwei törichten Männer, die in meinen Bereich gestürzt sind, sind längst fort, aber nicht dorthin, woher sie kamen. Es gab damals reichlich Zweibeinerfleisch, aber Red versichert dir, dass der Schmaus erst begann, als die Männer schlecht zu riechen begonnen hatten, der Gestank des Lebens vergangen war und nur der süße Verwesungsduft blieb. Hört sich so lecker an. Also, da läuft einem echt das Wasser im Mund zusammen und... Boah, ich hab's endlich geschafft, vor diesen Viechern zu fliehen. Nee, das war mir eben echt zu viel. Die wollte ich nicht töten. Nee. Ja, was ist das denn? Ach so, eine Notiz. Hier könnt ihr mal wieder lesen.
Ja, Leute, das wäre der halbe Part wahrscheinlich, wenn ich wirklich alles perfekt lesen wollte und auch verstehen wollte, weil ich höre mir meistens beim Lesen nicht selbst zu und muss es dann meistens nochmal selbst realisieren, sozusagen. Deshalb, ja, das gefällt mir sonst nicht so, wenn Let's Play nur verlabert. Wenn in einem Let's Play nur gelabert wird, das finde ich so scheiße. Wieso labern die Typen, während sie zocken? Haben die eine Macke oder so? Ich versteh's nicht. Also echt, diese Let's Player, die sind echt so krank. Diesmal habe ich etwas gespürt, das ich zuvor nicht gespürt hatte. Au, das ist ein Fehler, der nicht passieren sollte. Diesmal habe ich etwas gespürt, das ich zuvor nicht gespürt habe. Das wird nur in Folgesätzen zum Beispiel verwendet. Oder so, Relativsätze oder sowas. Habe ich in Latein nicht aufgepasst, aber ich weiß wenigstens den Unterschied zwischen das und das. Ah, ich weiß, dass du dumm bist, aber ich weiß nicht, dass du dumm bist. Ja. Oder du bist das Dümmste, das mir jemals passiert ist. Und dieses das wird mit einem S geschrieben. Mann. Grammatik für Anfänger. Ja, gut. Es fühlt sich an, als ob ein kleiner Teil von mir in diesem Artefakt gefangen ist. Ja. Wenn es so klein ist, dann muss es ja wohl der Beep sein. Okay, also, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber wir wollen es mal probieren. Wie oft bin ich gestorben in diesem Let's Play? Einmal? Nein, keinmal. Ich bin so pro. So pro 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 pro. Cool. Zum Glück weiß ich, dass das klappt. Und jetzt? Ach ja, stimmt. Hi. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich bin nicht stark genug, um das Brecheisen aus seiner toten, gefrorenen Hand zu ziehen. Ich hatte auch nicht vor, das Brecheisen zu nehmen. Ich brauche doch nur eine helfende Hand. Ja, okay, dann wollen wir mal einfach mal ein bisschen Handwerksarbeit machen. Hopp, haben wir's. Tschup und gut. Oh oh. Okay. Immer wieder gerne. Immer wieder sein Platz. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. So. Und gleich haben wir wieder Spaß mit Hundi. Okay, gut. Hätten wir geschafft. Schade, dass ich den Part jetzt nicht hier beenden kann. Diesmal habe ich etwas gespürt. Ah, dieser Fehler. Aua. Also, ich habe ja generell gegen manche Rechtschreibfehler was. Aber ich weiß, dass wenn man das mit Doppel-S schreibt, dass viele es mit einem S schreiben. Das ist auch in Deutschland recht normal. Also, das ist recht weit verbreitet, dieser Fehler. Aber, dass man das eigentlich nur mit einem S geschrieben wird, mit Doppel-S schreibt, das habe ich auch noch nie gesehen. Das schafft auch nur Frictional Games. Zumindest die Übersetzer. Weil die Übersetzer, die haben ja sowieso recht große Fails schon abgeliefert. Hey. Wir sind sicher. Zumindest mal vorerst. Wollen wir mal in Section B gehen, um... Nein! Zu speichern, wollte ich sagen. Chemical Storage. Gehen wir da rein? Zumindest gehen wir jetzt noch nicht da lang. Ich hätte es eigentlich nicht tun sollen, oder? Ich hätte es nicht tun sollen. Nein, hätte ich nicht.
Okay. Das scheint wohl mein Tod zu sein. Oder? Oder? Nein, ist es nicht. Mann! Okay, gut. Sie können nicht durch Zäune sehen. Das wollen wir uns mal merken. Ich glaube... Ich beende den Part hier. Ja, ich beende den Part hier. Ich beende den Part hier eindeutig. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei... Lake Utukak? Okay, der Name ist cool. Trotzdem, wir sehen uns das nächste Mal bei Penumbra, Overture oder woanders. Man weiß es nicht. Bis denne. Tschö, tschö. Nur rennen. Okay, rennen wird wohl auch nicht mehr viel nutzen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Puh! Wuhu! Hallo, Hundi!